Ich will heute auf Schatzsuche mit meinem besten Freund Jimmy. Was macht ihr da oben? Jimmy, komm runter! Nein, du Blödmann, ich muss meinen Schornstein fegen. Schornstein fegen? Warte, lass mich mal. Mann, Jimmy, wusstest du eigentlich, dass du keine Tür hast, du Blödmann? Oh Mann, der Wind hat die weggeweht. Warte. Und guck mal, ich bin auf dem Schild gelandet. Was für ein Schild? Bist du da gerade runtergesprungen, du Blödmann? Ja. Das ist gar nicht gut für deine Knochen, Jimmy. Komm schon, ich habe meine Schaufel dabei. Lass uns Schätze jagen. Rudi, dein Ernst? Ja, wir sind doch Schatzsucherjäger. Rudi, wir haben jeden erdenklichen Schatz in der Minecraft-Stadt gefunden. Mann, Jimmy, komm schon, es gibt bestimmt noch tausende Schätze in Minecraft. Nö, gibt's nicht. Und weißt du was? Ich glaub dir nicht. Du willst immer nur den Schatz für dich behalten. Das ist unfair. Das stimmt doch gar nicht, Jimmy. Wir teilen uns den auch versprochen. Aber wenn du nicht willst, dann gehört dir jetzt 100% mir der Schatz. Tschüss, du Blödmann. Okay, tschüss. Aber noch eine Frage. Wo gibt's denn immer Schätze, Jimmy? Siehst du, hättest du mich, naja, mitgenommen, hätte ich's dir gesagt. Das weiß ich selber. Ich wollte dich nur testen, du Blödmann. Ich merke mir das, na warte. Okay, Leute, jedes Kind weiß, dass Schätze sind immer vergraben und zwar unter Sand. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zu unserem Strand, Leute. Oh, ich liebe den Strand, aber es ist noch ein bisschen zu kalt, Leute, um zu schwimmen. Aber wir müssen ja nicht schwimmen, sondern einen Schatz suchen. Und ich hoffe, ich finde wirklich mal endlich einen Schatz alleine. Dann würden meine Freunde staunen. Und falls du mir mal helfen willst, einen Schatz zu finden, dann lass doch jetzt ein Like und ein Abo da. Und schreib mir in die Kommentare, was du schon mal in Minecraft gefunden hast. Das würde mich echt interessieren. Okay. So, ich muss jetzt hier, glaube ich, erstmal buddeln, Leute. Und Nikolaus, sein Haus ist immer noch da. Oh Mann, ey. Na gut, ich buddel jetzt einfach. Kein Schatz. Hier vielleicht doch auch nicht. Oh Mann, ey. Leute, ich brauche meinen Schatz. Und hier, oh Mann, auch nicht. So, nee. Zack, auch nicht, Leute. Hey, Mann, ich brauche echt den Schatz. Ich sehe gerade einen Sandblock. Der sieht irgendwie komisch aus. Vielleicht... Leute, warte mal. Hier ist eine Lavalampe. Oh, Leute. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich glaube, das ist eine Wunderlampe. Wow. Und wisst ihr, wie Wunderlampen funktionieren? Ich glaube, man muss die streicheln oder so. Aber ich habe Angst. Leute, soll ich das wirklich tun? Ihr müsst ein Like da lassen, wenn ich das wirklich tun soll. Hä? Seht ihr die ganzen Likes, Leute? Wow, ihr habt alle geliked. Okay, ich reibe jetzt die Lampe und... Mann, es passiert nichts. Ich dachte, ich bekomme... Hä? Habt ihr das gehört? Das war ein Lachen. Mann, ich muss sie stark genug reiben. Wie, als ob das irgendjemand kitzelt. Leute, denkt ihr, da drin ist ein Flaschengeist? Oh, reiben. Hallo, wer spricht da? Dreh mich doch mal um. Wow, ein... Hä? Was bist du denn? Du bist mein Retter. Mein Retter. Du hast mich befreit aus der jahrelangen Gefangenschaft. Aber wer bist du denn? Bist du ein Flaschengeist? Ich bin Jimmy. Jimmy, der Flaschengeist. Wow! Und du hast mich befreit. Das heißt... Ich werde dir drei Wünsche erfüllen. Oh, Leute, habt ihr das gehört? Ich habe drei Wünsche frei. Ich wünsche mir... ich habe Lust auf Popcorn. Warte. Was denn? Du musst dir irgendwas mit Bedacht wünschen. Das sind nur drei Wünsche. Ja, aber ich kann mir doch jetzt was wünschen. Oh, warte, ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine richtig coole Idee. Okay, da ich jetzt gerade richtig Lust auf Popcorn habe, wünsche ich mir Popcorn und dann wünsche ich mir danach einfach wieder drei Wünsche. Das wird voll cool. Okay, Genie, ich wünsche mir Popcorn. Oh, Mann, du bist echt ein Trottel. Dein Wunsch sei mir Befehl. Hier. Wow, oh, lecker, Leute. Ich habe Popcorn. Okay, Genie. Und jetzt wünsche ich mir wieder drei Wünsche. Das ist leider nicht möglich. Hä? Wieso nicht? Du hast nur noch
noch 2 Wünsche frei. Du kannst dir nicht mehrere Wünsche wünschen, das geht leider nicht. Gibt's Regeln? Regel Nummer 1. Du kannst dir keine Liebe wünschen oder erzwingen. Liebe wünschen? Das will ich auch gar nicht. Und Regel Nummer 2? Du kannst dir keine mehreren Wünsche wünschen. Mann, diese Regeln sind voll blöd. Jetzt habe ich einen Wunsch verschwendet wegen Popcorn. Du scheinst echt ein Dusel zu sein. Aber ich habe eine Idee. Komm mit, Genie. Komm mit, Genie. Ich muss dir jemanden vorstellen. Und ich weiß, wer schon richtig coole Wünsche auf Lager hat. Und zwar mein bester Freund Jimmy, Leute. Der wird mir bestimmt sagen, was ich mir wünschen kann. Oh Mann, aber wo ist der Blödmann? Auf dem Spiel ist er nicht. Denkt ihr, der macht noch seinen Schornstein sauber? Ach Mann, ey. Ich kann ihn ja herwünschen. Nein, Genie. Ich mache so einen Vorschlag. Nein, ich kann doch da einfach kurz hinlaufen. Ich will meine Wünsche nicht mehr verschwenden. Oh Leute, was würdet ihr euch wünschen? Schreibt es unten in den Kommentaren. Kommt schon! Hallo? Jimmy? Jimmy? Ah. Odi, was machst du da? Siehst du mein Flaschengeist? Ich hab einen Schatz gefunden! Was redest du da, du Blödmann? Ich sehe gar nichts. Außerdem hast du wieder dein gleiches Oberteil an. Schau mal, diese Wunderlampe. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du Jimmy nicht siehst? Mann, Odi, wenn du mich wieder hochnehmen willst, kannst du das woanders versuchen. Da ist niemand! Jimmy, warum sieht er dich nicht? Naja, nur die Leute, die mich befreien, können mich sehen. Deswegen sieht dein Freund mich nicht. Mann, Jimmy, warte kurz. Das ist ja voll blöd. Naja, egal. Okay, Jimmy, ich habe einen Flaschengeist gefunden. Ciao, das ist die Wunderlampe. Oh, richtig cool. Warte mal. Ich habe auch was gefunden. Gib mir meine Lampe zurück. Nö. Ich hab nen Zuhause gefunden. Guck mal. Das ist ein Mülleimer, du Blödmann. Jetzt gib mir die Lampe wieder. Ja. Das würde ich mir nicht gefallen lassen, Odi. Du kannst dir wünschen, ihm weh zu tun. Nein, Genie, das ist voll unfair. Naja, egal. Okay, Jimmy, ich hab eine Frage an dich. Jetzt kommt's. Wenn du 2 Wünsche noch frei hast, weil du eigentlich 3 hattest und dir Popcorn gewünscht hättest, was wären deine anderen? Ich bin Popcorn. Mann, ich hab hier Popcorn, schau. Na ja. Okay, wenn du 2 Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen, Jimmy? Boah, ich würde mir richtig coole Sache wünschen. Ich würde mir einen eigenen Fortnite-Skin wünschen und dann kaufen alle meinen Fortnite-Skin. und? Pass auf. Das letzte ist, ich würde mir unendlichen Reichtum wünschen. Unendlichen Reichtum? Ja, genau. Das muss ich mir echt noch überlegen, Jimmy. Aber danke für deine Hilfe. Und so langsam wird es auch dunkel. Die Sonne geht schon unter. Ich gehe schon mal nach Hause. Tschüss, Jimmy. Du bist komisch. Genie, komm mit. Ich zeig dir mein Haus. Da ist kein Genie. Zum 5. Mal. Mann, du siehst ihn nur nicht, du Blödmann. Genie, komm mit. Schau mal, mein Haus. Dein Haus? Das ist voll cool, nicht wahr? Also, ich finde dein Haus ziemlich klein. Klein? Was sagst du da? Das ist doch gar nicht klein. Ich habe noch eine 2. Etage. Die benutze ich aber nicht, weil das zu groß ist. Okay, da habe ich aber eine Frage. Was denn? Wenn das groß ist, warum hat denn der Gelbe so viele Häuser? Stimmt, Braxy hat 3 Häuser. Einmal sein Shop, sein Haus und das Labor. Mann, Genie, du hast recht. Och, Mann, ey. Jetzt lass uns einfach schlafen. Und ich weiß schon, was ich mir als nächstes wünsche. Und zwar wünsche ich mir... ich wünsche mir einfach noch ein Haus. Gute Nacht. Wenn er wüsste... Odi, du Blödmann! Was willst du? Na, mach sofort die Tür auf, du Doofkopf! Was willst du denn? Was fällt dir eigentlich ein? Aber was fällt dir ein, du Blödmann? Hör auf, mich zu schlagen! Nein, hast du eigentlich mal rausgeguckt, was du gemacht hast? Ich hab doch gar nichts gemacht! Was nein, ist denn? Du hast gar nichts gemacht. Nein, du kamst nicht auf die Idee, ein blödes Haus in mein Haus zu bauen, ne? Haus in dein... Wow! Was ist denn da passiert? Ja, und jetzt so tun, als wenn nichts passiert ist. Weißt du was, Odi? Ich sag das der Popelzei. Nein, das kannst du der Popelzei nicht sagen. Warte mal! Genie, was hast du ge... Genie? Wer soll Genie sein? Mein Genie ist nicht mehr da, von dem ich das gewünscht habe. Mann, was hat der da gemacht?
Es gibt keinen Genie und du hast eine Baufirma beauftragt. Nein, das wirklich nicht. Aber schau mal, wie cool das ist. Ich habe ein Haus auf einem Haus. Dann ist das auch noch lustig. Bisschen. Okay, alles klar. Du findest das lustig, ja? Dann macht es ja bestimmt nichts aus, wenn eins von den Häusern kaputt geht, oder? Jimmy, lass das lieber nicht. Das ist ein Fluch, dich dann angreift. Ah, es gibt keine Flüche, Odi. Mann, hör auf damit! Hör auf! Odi, aua, aua, aua. Dein Haus an, ist mir egal. Das blöde Haus muss weg, Mann. Hör auf! Warte, ich krieg's schon so weg. Jetzt lass es doch mal. Oh, Genie, komm her, du hast Blödsinn gemacht. Nein. Genie, komm her. Oh, was ist denn? Du hast dir das gewünscht. Mann, Genie, ich habe gesagt, ich will noch ein Haus. Aber nicht das, ein Haus auf einem Haus. Warum hast du mir zwei Häuser gegeben? Und warum ist das Haus in Jimmys Haus? Genau. Ich fand's lustig. Das ist gar nicht lustig. Jetzt habe ich nur noch einen Wunsch frei. Und schau mal, Jimmy hat alles angezündet. Soll ich es wieder wegmachen? Nein, das wäre doch dann ein Wunsch, oder, du Blödmann? Nö, ich kann es einfach wegmachen. Nein, ich will nicht, dass du das wegmachst. Das brennt jetzt voll... Hä? Odi, wer hast du das gemacht? Ich sag doch, ich hab einen Genie, du Blödmann! Nein, das ist irgendein Trick von dir. Du hast einen Greenscreen. Genau, das ist ein Greenscreen. Nein, das war ein Genie, du Blödmann! Oh Mann, ey! Und du hast mir jetzt meine zwei Häuser weggenommen! Und was ist mit meinem Wunsch? Du hast noch einen einzigen Wunsch frei. Aber kriege ich den jetzt nicht zurück, wenn du meine Häuser wieder weggemacht hast? Nee. Oh, du Blödmann, du kommst jetzt erstmal in die Flasche. Komm zurück! Oh nein, nicht schon wieder in die Flasche. Lass das bitte. Komm rein, bis ich meinen letzten Wunsch weiß. Oh, so, jetzt weg ist er endlich, Leute. Okay, Jimmy. Entschuldigung. Mann, hör auf, du Blödmann. Jimmy! Was ist los? Jetzt sind die Häuser weg. Bist du wieder zufrieden? Ich will Schadensersatz. Was für Schadensersatz, Mann, du Blödmann? Nein. Wegen dir konnte ich nicht schlafen. Und außerdem ist das eine Gefahr für die Öffentlichkeit. 100 Diamanten. Du kriegst gar nichts von mir, du Blödmann. Lass mich in Ruhe. Oh Mann, ey. So ein Dummkopf. Oh, Leute, was soll ich mir denn jetzt mit meinem letzten Wunsch wünschen? Ich habe mir Popcorn gewünscht, jetzt habe ich mir zwei Häuser gewünscht, die aber jetzt trotzdem weg sind. Oh Mann, ich glaube, ich bewahre einfach meinen letzten Wunsch für immer und wünsche mir wirklich nur, wenn was wirklich Schlimmes passiert. Odi, mach die Tür auf. Was denn? Gut, ich habe ganz tolle Schmerzen. Schmerzen? Odi. Ja. Oh, dann komm mit ins Krankenhaus. Mann, was ist denn jetzt mit dir passiert? Ich glaube, ich habe ein ganz großes Problem, Odi. Ich habe vorher was gegessen und jetzt tut mir alles weh. Oh nein, nicht, dass du was Vergiftetes gegessen hast. Jimmy, schnell. Komm, wir müssen ins Krankenhaus. Ich beeil mich ja. Oh, komm schon. Jimmy, bist du fertig? Warum weinst du denn, Jimmy? Was ist los? Komm schon, es wird doch alles wieder gut, mein bester Freund. Ja, nichts wird gut. Ja, nur nach 24 Stunden. 24 Stunden? Für was? Um zu leben, du Blödmann. Hä, warum? Du bist doch im Krankenhaus. Was ist passiert? Das ist ein Gift gewesen. Jemand hat mich vergiftet. Ein Gift? Wie? Das war's, Odi. Hau rein, guter Freund. Oh, warte, ich krieg das schon hin. Oh, Genie, komm raus, Genie, komm raus. Raus. Aber ich will jetzt nicht. Komm raus. Oh, was ist denn, Mann? Was ist? Komm raus. Ich bin doch schon da, mach keine Augen. Ach, da bist du. Oh Mann, Genie, mein bester Freund, ist krank. Okay, und wie bin ich nicht aus wie ein Arzt? Nein, aber ich kann mir doch ihn gesund wünschen, oder nicht? Ja, das kannst du, aber dann ist dein Wunsch weg. Oh Mann, ich muss mir das echt überlegen, Leute. Genie, komm mit, wir gehen jetzt nach Hause und machen einen Plan und überlegen uns das. Okay. Aber ich sag dir eins, würde er das Gleiche auch für dich tun?
Du hast recht, er würde das niemals tun. Aber er ist trotzdem mein bester Freund, Genie. Jetzt komm einfach mit, du blöder Genie! Oh Mann, ey, das nervt mich echt mit dir. Warum brennt mein Haus? Weiß ich doch nicht. Du kannst es aber noch retten. Oh, wie kann ich das retten? Oh, stopp das Feuer! Warte mal, Leute. Soll ich mir jetzt wünschen, dass mein Haus nicht mehr brennt oder dass Jimmy wieder gesund ist? Oh Mann, Leute. Ich wünschte, dass Jimmy wieder gesund ist. Oh Mann, okay. Aber trotzdem helfe ich dir. Aber du machst mein ganzes Haus voller Wasser. So, ich habe vergessen, dir was zu sagen. Was denn? Ja gut, wenn du alle Wünsche ausgebraucht hast und ich dir jetzt noch den letzten erfülle, bin ich frei. Wie, du bist frei? Genau, ich bin frei, aber derjenige, der sich alles gewünscht hat, der muss in die Flasche rein, Odi. Wie? Ich will nicht in die Flasche rein! Tut mir leid, du hast deinen Wunsch schon getätigt. Oh, Leute, was passiert mit mir? Komm, noch ein Stück. Komm raus, du blöder Genie. Jimmy? Wo war ich? Na, so in der Genie-Flasche. Und warum kann ich fliegen? Ey, du Blödmann. Du hast mein Genie kaputt gemacht. Nein, ich glaube, ich bin der Genie, Jimmy. Ja, jetzt weiß ich's auch. Es gibt mehr Regeln, Jimmy. Ich will unbedingt... Also, zuerst mal bist du mein Meister. Und Jimmy, du hast nur 3 Wünsche frei. Also, wähle sie mit Bedacht. Okay, ich wünsche mir Orangen. Orangen? Ja, ich mag Orangen jetzt haben. Los, gib mir Orangen. Na gut, schnippidi-du. Orangen! Und Orangen! Ha! Die Orangen, hey, gib die her. Hier, und hinter dir. Lecker, lecker, lecker. Ich hab ein Jahr. Aber du hast nur noch 2 Wünsche frei. Das war ein Wunsch. Na klar, du hast ja gesagt, ich wünsche. Ja, aber ich wollte doch nur testen, ob du wirklich ein Genie bist. Ich bin ein Genie, siehst du doch. Ich hab da jetzt gerade welche hingezaubert. Ja, das ist eigentlich echt cool. Aber jetzt habe ich nur noch 2 Wünsche. Ich wünsche mir einen 3. Wunsch. Das geht leider nicht, Jimmy. Denn das ist verboten. Da mach keinen Mucks, Odi. Oh, Brixie, komm rein. Er sieht mich eh nicht, Jimmy. Ah, sieht er dich, sei leise jetzt. Guck mal, Brixie, ich hab ganz viele Orangen. Wo hast du die denn her? Die hab ich mir darf ich das sagen? Na klar, aber er wird's dir eh nicht glauben, weil er mich nicht sehen kann. Ich hab mir die gewünscht und ich hab einen Genie. Mit wem redest du und was für ein Genie, du Trottel? Mit Odi, Odi ist ein Genie. Schau, sag ich doch, er wird dir das niemals glauben, Jimmy. Hallo, Odi, wie geht's dir? Siehst du, er glaubt mir das, Schau mal, wo er hinguckt, du Doofkopf. Ich mach nur Spaß, du Dussel, es gibt keine Genies. Mann, du Blödmann, egal, wie dem auch sei. Was sollte ich mir wünschen, Brax? Jimmy. Also gehen wir mal davon aus, dass du ein Genie hast. Ich werde mir auf keinen Fall wünschen... etwas wünschen, weil wenn du dir alle 3 Wünsche verbrauchst, dann wirst du auch zum Genie. Pass auf, ich wünsche mir eine riesen Nintendo Switch. Und warte! Warte, Jimmy, wünsch mich doch frei, ich bin doch dein bester Freund. Nö. Oh, nee!